Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcastes Rot und Schweiß. Und heute sind bei mir einmal Chris Weber, einmal Sascha Rösler. Und die sind nicht hier, weil sie so Bock da auf mich allein hatten, sondern weil wir ein schönes Oberthema haben, nämlich das Thema Faszination, zweite Liga. Also was ist alles so geil an der zweiten Liga? Aber warum ist es vielleicht doch gut, diese Liga nach oben zu verlassen? Deswegen zwei alte Zweitliga-Recken, viele Spiele in der zweiten Liga gemacht. Und da teste ich euch jetzt nämlich sofort. Wer von euch beiden hat denn mehr Zweitliga-Minuten? Ich definitiv ich. Ja? Ja, ich glaube schon. Das glaubst du auch? Wenn Rösi sich da aber sowas sicher ist, dann wird es auch im Normalfall sein. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe ja mit Christian schon zusammengespielt in Fürth, da war er noch, keine Ahnung, 16 oder auf jeden Fall noch sehr jung. Und da haben wir damals schon immer gesagt, dass er wahrscheinlich mal irgendwann Willi Landgraf überholen wird an Zweitligaspielen. Aber dann hat er irgendwann den Weg ins Ausland gemacht und deswegen glaube ich, dass ich mehr Minuten habe. Du hast dem Willi gegönnt, den Zweitliga-Rekord. Ja. Ja, bin ja am Ende des Tages, glaube ich, weit davon entfernt gewesen. War mal ein paar Jahre am Anfang meiner Karriere auf einem guten Weg, was auch ehrlicherweise nie mein Ziel war, sondern Ziel war dann schon irgendwann auch in der ersten Liga aufzuschlagen. Aber ja, ich glaube, Willi ist da der richtige Rekordhalter und ich glaube, der wird auch seinen Rekord erstmal weiterhin behalten. Pass auf, dann löse ich es auf. Chris Weber, du hattest 20.667 Zweitliga-Minuten. Wie viel mehr hast du, Rösi? Was glaubst du? Was sind das in Spielen? Das ist ja, ich weiß es nicht, 3.000? Ja, gut geschätzt. Guck mal, siehst du. 22.738 sind es bei dir. So, wer hatte mehr gelbe Karten? Ja, das ist ja auch einfach. Ne? Das bin der Stürmer ich, ne? Oder der Abwehrspieler? Ja, obwohl, du hast auch viel gemeckert, ne? Ja, nee. Wahrscheinlich habe ich auch mehr. Weil ja im Fürth habe ich, glaube ich, eine Saison gehabt, da habe ich 13 Tore geschossen und 13 gelbe Karten gehabt. Deswegen biete ich mich auch wieder an. Ah, richtig? Definitiv. Also ich sage ja mindestens dreimal so viele gelbe Karten wie ich. Oh, nee, das stimmt nicht. Nee? Echt nicht? Stimmt nicht. Du hast viel geholzt. 71 zu 59. Oh, das ist doch knapp, als ich gedacht habe. Viel, viel mehr bei Rösi 71 erwartet. 71 gelbe Karten habe ich gehabt. 71 gelbe. Und ich sage, 60 davon waren unberechtigt. Mindestens. Aber zu deiner Ehrenrettung. Das waren auch 86 Tore in der zweiten Liga. Gott sei Dank waren es noch mehr Tore als gelbe Karten. Also von daher. Sascha, bist du eigentlich froh, dass es zu deiner Zeit den VAR noch nicht gegeben hat? Ehrlicherweise gesagt ja, also definitiv. Ich tue mich heutzutage immer noch schwer mit dem VAR, weil teilweise nimmt mir das auch so ein bisschen die Emotionen, ne, nach so einem Torerfolg, ne, so richtig zu jubeln. Ne, wartest dann doch immer nochmal ab, oh, kommt vielleicht noch irgendwas. Und dann diese ganzen Unterbrechungen, die wir teilweise haben, bin ich schon froh, dass es damals bei uns sowas noch nicht gab. Chris, ist es ähnlich? Ja, was Thema Emotionalität betrifft, auf jeden Fall. Also ich glaube, das hat schon ein Stück weit Emotionalität weggenommen. Auf der anderen Seite, ich schaue ja sehr, sehr viel Fußball und schaue auch in kleineren Ligen Jugendfußball und muss da schon sagen, dass dieses Thema Gerechtigkeit dann schon sowas ist, wo ich sage, man fühlt sich dann in unteren Ligen dann teilweise schon ab und zu unberechtigt und da hat man mittlerweile zumindest Gewissheit bei uns, dass es nochmal angeschaut wird. Ich glaube, man hat immer noch keinen 100% Konsens, was die Entscheidungsqualität dann am Ende betrifft. Aber ich glaube, diese ganz, ganz groben Fehlentscheidungen, die werden damit ausgemerzt. Und das ist, glaube ich, ganz gut zu wissen, dass es da nochmal eine Instanz gibt. Ne? Aber aus der Sicht, wie Rösi es natürlich gesagt hat, nimmt es schon so ein bisschen die Emotionalität. Ja, man nähert sich so ein bisschen dieser hundertprozentigen Gerechtigkeit. Ich glaube, die wird es nie komplett zu erreichen sein. Definitiv nicht. 2000, 2001 war eure erste gemeinsame Zweitligasaison, nicht zusammen in einer Mannschaft, aber eure erste, wo ihr in der gleichen Liga gespielt habt. Du in Ulm, Sascha, du in Saarbrücken. So, letztlich ist auch die letzte Wissensfrage, die ich habe. Wisst ihr noch, welche beiden heutigen Bundesligisten damals auch in der zweiten Liga waren? 2000, 2001? Mhm. Das ist unsere erste gemeinsame. Du hast in Saarbrücken dann schon zweite Liga gespielt. Ja, klar, mit 17. 17. Lass mal überlegen, wir sind ja dann mit Ulm, aber wenn es die gemeinsam war, da waren wir dann schon abgestiegen. Das war dann das Also er hat deutlich besser abgeschnitten in der Saison, das stimmt. Er hat deutlich besser abgeschnitten. Was, ich überlege also gerade, auf, ich gebe noch einen Tipp. Liga. Einer davon ist aufgestiegen damals in die erste Liga und einer ist ganz knapp dem Abstieg in die, muss ja damals noch Regionalliga gewesen sein, entronnen. Tue ich mir jetzt echt schwer, schon so lange her. Zu viele Kopfbälle, ich könnte das nicht mehr sagen. In der zweiten, ich habe die auch verdrängt, das war kein gutes Jahr. Ich weiß es echt nicht mehr, also könnte ich dir nicht sagen. Das ist auch keine Idee. Ich weiß auch nicht mehr, wer aufgestiegen ist.
Zweitligisten ist Köln, Köln kann nicht sein. Okay, komm, ich löse es auf. Also als Tabellenzweiter damals aufgestiegen, Borussia Mönchengladbach. Oh, Gladbach, stimmt doch, stimmt, da haben wir 4-0 verloren. Jetzt fällt mir das wieder ein, in Gladbach. Und ganz, ganz knapp drin geblieben, vor euch dann, glaube ich, FSV Mainz 05. Ah, Mainz, okay. Oh, da wäre ich nicht drauf gekommen. Aber damals waren ja auch so Vereine wie, ich habe es euch nachgeschaut, Reutlingen war damals drin, Aalen, also die mit H, die hier nicht so weit weg sind von hier. Ella Aalen damals noch. Ja, genau, Ella Aalen, genau. Oberhausen, Stuttgarter Kickers, Chemnitz, auch deine Ulmer. Viele Vereine davon sind ja echt mittlerweile ein Stück weit abgestürzt, muss man sagen. Ist das vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass die zweite Liga immer mehr zu einer Liga geworden ist, in der sich überwiegend große Vereine tummeln? Ist das ein Zeichen dafür? Ja, auf jeden Fall ist es ein Zeichen dafür, dass es auch mittlerweile in der ersten Liga Vereine gibt, die damals einfach, sage ich mal, ja noch nicht das Potenzial hatten. Ne? Also wir hatten ja damals noch Hoffenheim noch nicht so auf der Bildfläche oder auch Heidenheim. Ne? Es gibt jetzt mittlerweile auch Vereine, ne, wo sich auch Sponsoren dann zusammengetan haben, um da ein bisschen Geld reinzupumpen. Und die sind jetzt mittlerweile, sage ich mal, doch dann so weit, dass sie auch in die Bundesliga aufsteigen können. Ne? Und dann gibt es die Traditionsvereine, die sich dann vielleicht eher schwer tun, ne? Weil sie vielleicht auch in ihren Konstellationen es nicht so einfach haben, Entscheidungen zu treffen. Ne? Und dann gibt es so viele Traditionsvereine, die ja mittlerweile dann teilweise sogar bis in der Regionalliga oder in die Regionalliga abgestürzt sind. Ne? Beispiel Alemannia Aachen, ne? Wo ich jetzt auch noch wohne, wo ich noch viel mitbekomme, die jetzt hoffentlich wieder in die dritte Liga aufsteigen. Aber stehen gerade ganz oben, ne? Genau, die sind Tabellenführer, aber das ist natürlich eigentlich schade, ne? Dass es doch sehr, sehr viele Traditionsvereine gibt, die eigentlich von dem ganzen Potenzial, was sie haben, vielleicht sogar auch in die zweite Liga mindestens gehören, aber eigentlich jetzt in der dritten oder vierten Liga sogar sind. Wie siehst du es, Chris? Ja, eigentlich sehr, sehr ähnlich. Ne? Ich glaube, dass viele Vereine ja gar nicht mehr die Rahmenbedingungen haben, um wirklich sich längerfristig im Profifußball etablieren zu können. Ne? Du hast jetzt gerade ein paar Vereine davon genannt. Dementsprechend hoffen wir natürlich alle, dass diese sogenannten Traditionsvereine dann auch irgendwann wieder den Weg nach oben finden. Aber man sieht, dass es sehr, sehr schwierig ist. Wenn man einmal durch dieses Nadelöhr dritte Liga dann durch muss, ist es sehr, sehr schwierig, wieder zu erfolgreicheren Zeiten zu kommen. Und dementsprechend müssen alle Vereine halt gucken, dass sie bestmöglich ihre Qualifikation für die einzelnen Ligen dann schaffen. Und dementsprechend ist es für diese ehemaligen Vereine, die du eben genannt hast, ich glaube, die sind alle überwiegend in der Oberliga, Regionalliga dann auch tatsächlich unterwegs, ist es dann ganz, ganz schwierig, den Weg irgendwie wieder da zurückzufinden. Ne? Und die Schere wird natürlich auch immer größer und dementsprechend ist es natürlich schwer, da wieder Anschluss zu finden. Macht es dann auch für so, also wenn halt viele Plätze in der zweiten Liga durch, sagen wir so, Big Player besetzt sind, wie jetzt aktuell Schalke, HSV, Hertha BSC Berlin, macht es das auch schwerer von unten, dass da wirklich so kleine Vereine, ich sag mal, Reutlingen ist ja nur wirklich ein relativ kleiner Verein, in diesen Weg in die zweite Liga zu finden? Oder ist das so ein Beispiel wie jetzt aktuell Elversberg ein Zeichen dafür, dass das schon auch noch möglich ist? Ja, es ist schon ein Zeichen, dass es noch möglich ist, wobei man, Elversberg ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ist ein vermeintlich kleiner Verein, ein Verein, der jetzt noch nicht in diesen Ligen unterwegs war, in der er jetzt unterwegs ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn man mal sich ein bisschen intensiver damit beschäftigt, was ich natürlich auch tue, weil zum einen ein ehemaliger Mannschaftskollege von mir dort Sportdirektor ist, zum anderen, dass meine ursprüngliche Heimat ja auch ist, das Saarland. Wenn man sich damit beschäftigt, dann weiß man schon, wie viel, sage ich mal, Arbeit und was auch monetär gesehen dahinter steckt, um diesen Weg, den sie eingeschlagen haben, zu gehen. Die haben lange gebraucht, um aus der Regionalliga rauszukommen, haben da wirklich zum einen gute Arbeit geleistet, aber haben auch sehr, sehr viel Aufwand dafür betrieben, sowohl infrastrukturell als auch monetär gesehen, haben die da echt einiges auf die Beine gestellt. Und dementsprechend ist das für den Außenstehenden vielleicht so, dass es wirklich ein kleiner Verein ist. Aber wenn man jetzt auch aktuell sieht, wie schnell sie da an der Kaiserlinde da ein Stadion hingebaut haben, dann weiß man schon, dass da auch ein bisschen was dahinter steckt. Ja gut, ich glaube, da kann man festhalten, ne? Ohne jemanden, der da was reinsteckt, geht's nicht mehr, ne? Schwierig. Um in die erste oder zweite Liga zu kommen. Das kann man, glaube ich, festhalten, oder? Definitiv. Ja. Immer wieder heißt es ja, das ist jetzt die stärkste zweite Liga aller Zeiten. Ihr habt selber gespielt da, ihr seht es jetzt auch noch von außen. Ist es denn nur aktuell die stärkste zweite Liga aller Zeiten? Ich glaube, das ist auch viel Marketing, ne? Also das ist ja klar, ne? Ich meine, das Fernsehen wirbt natürlich immer damit, ne? Und dann muss man auch ehrlicherweise sagen, es kommen immer mehr Traditionsvereine aus der Bundesliga dann in die zweite Liga, ne? Ich meine, jetzt ist ja auch Schalke 04 jetzt doch schon ein bisschen
auch wieder, glaube ich, das zweite Mal jetzt schon dabei. Hamburg ist jetzt seit Jahren in der zweiten Liga, dann war Bremen mal wie, auch ein Jahr in der zweiten Liga. Also wir haben schon sehr, sehr viele große und traditionsträchtige Vereine in der zweiten Liga. Deswegen, glaube ich, finde ich den Slogan eigentlich auch immer cool, dass sie den machen. Vor allem, wir haben, glaube ich, europaweit mit Abstand die meisten Zuschauer in der zweiten Liga. Deswegen, glaube ich, kann man das marketingtechnisch machen. Ob es dann wirklich sportlich immer auch die beste zweite Liga aller Zeiten ist, das ist dann auch schwierig zu sagen. Ne? Qualitativ, glaube ich, gibt es sehr, sehr viele gute Spiele auf hohem Niveau. Dann gibt es mal wieder auch bestimmt auch Spiele, die sind dann wieder schlechter. Deswegen, ja, wir gucken es ja auch nur von außen an. Ne? Selber spielen wir nicht mehr mit, deswegen können wir es vielleicht auch so gut nicht mehr beurteilen. Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr attraktive zweite Liga und es ist eine sehr, sehr spannende zweite Liga. Das zeigt so zum einen natürlich das Zuschauerinteresse, aber auch, ja, ich persönlich, wenn ich am Wochenende schaue, welche Spiele auf dem Programm stehen, dann ist es manchmal tatsächlich attraktiver, irgendwie ein Zweitligaspiel zu sehen als ein Bundesligaspiel, ohne dass ich da jetzt explizit Vereine im Auge habe. Aber ganz grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass wir sehen es jetzt bei unserem Spiel am Wochenende gegen HSV. Es ist schon so, HSV, Schalke, Hertha, das sind einfach Vereine, die die Massen elektrisieren. Und das ist natürlich sehr, sehr attraktiv. Ne? Und wenn man sich den Zuschauerschnitt dieses Jahr in der zweiten Liga anguckt, dann ist das Interesse ungebrochen groß. Und es sind einfach sehr, sehr viele spannende, qualitativ hochwertige Spiele. Und es ist einfach auch ja immer wieder für den Zuschauer interessant, glaube ich, zu sehen, so, ja, was macht Schalke, die jetzt wieder ein bisschen Probleme haben. Das ist einfach spannend. Und in der Bundesliga ist es dann manchmal schon so, dass man eher das Gefühl hat, okay, man weiß, was man bekommt. Und in der zweiten Liga ist es einfach sehr, sehr ausgeglichen. Du hast gerade angesprochen, es gibt natürlich auch in der zweiten Liga, so wie in jeder Liga, immer noch Spiele, wo man halt da sitzt als Zuschauer und denkt sich, hätte ich auch was anderes machen können. Aber ich finde, dass die Anzahl an Spielen, die wirklich toll anzusehen sind, schon gestiegen ist, wenn man das vergleicht, ich weiß, brauchen wir gar nicht 20 Jahre zurückgehen, aber vielleicht allein schon 5, 6, 7 Jahre nur zurückgeht, finde ich, dass die Quote da schon gestiegen ist. Nehmt ihr das auch so wahr? Du bist verwöhnt durch die Heimspielsaison dieses Jahr, wo wir ja wirklich, muss man ja auch mal sagen, das mag sein, ja. Einige Highlights dann auch dieses Jahr hatten. Ich glaube, es war schon, was die Highlights betrifft, eine sehr, sehr außergewöhnliche Saison. Also da waren wirklich ein paar Spiele dabei, bei denen die Zuschauer, glaube ich, nach Hause gegangen sind und auch in ein paar Jahren noch davon erzählen können, wie das Spiel gelaufen ist, wie der Spielfilm war, wer die Tore geschossen hat. Und ich glaube, vielleicht bist du ein bisschen dadurch geblendet, aber ja, die Tendenz geht auf jeden Fall in die Richtung. Also ich glaube schon, dass die grundsätzliche Qualität höher geworden ist, dass es deutlich besser auch anzusehen ist mittlerweile vom fußballerischen Ansatz her. Und wir uns als Fortuna da, glaube ich, auch auf einem sehr, sehr guten Weg befinden, was die Attraktivität des Spiels an sich betrifft. Ja, es wäre mehr, finde ich, einen spielerischen Ansatz, oder? Oder kommt mir es nur so vor, dass ich früher den Eindruck hatte, dass mehr Mannschaften eher versucht haben, über den Kampf zu kommen? Ja, kann man schon so sagen. Früher war die zweite Liga schon eher so eine Fighter-Liga und man hat sich schon viel über Zweikämpfe, über Umschaltspiel definiert, weniger eher Fehler zu machen. Mittlerweile ist es aber nicht nur in der zweiten Liga, ich finde auch, wenn ich dritte, vierte Liga anschaue, sogar da ist es ja mittlerweile so, dass sie alle versuchen ja auch irgendwo hinten über den Torhüter mal aufzubauen und sich rauszuspielen. Da hat auch ein bisschen mit der Regeländerung zu tun, dass du mittlerweile den Abstoß auch im 16er annehmen darfst, also dich da rausspielen kannst. Was aber schon auffällt, also mir fällt es immer extrem auf, wenn wir im Hotel zusammensitzen, Samstagabend, wenn wir Sonntag spielen und du guckst dann 18:30 die Bundesliga, das Topspiel, und du schaust dann 20:30 die zweite Liga, da merkst du natürlich dann schon nochmal einen Unterschied, ne? Dass du dann halt, sag ich mal, in der zweiten Liga dann, ja, dass dann doch eine andere Liga einfach ist. Ne? Die Qualität in der Bundesliga ist dann doch deutlich höher. Ja, also schneller ist es einfach, ne? Also von der, ich glaube, von der Passqualität. Schneller auch und die Qualität einfach, ne? Mhm. Was einfach die Ball an Mitnahme geht, ne? Im höchsten Tempo, ne? Ist schon nochmal eine ganz andere Qualität. Trotzdem können wir, glaube ich, festhalten, dass die Qualität in der zweiten Liga auch gestiegen ist in den letzten Jahren. Chris, merkst du, ich sag mal so, Qualität will auch bezahlt werden. Merkst du, dass Spieler, die in die zweite Liga gehen, dass sie auch mehr haben wollen als früher? Ja, um ehrlich zu sein, ich bin jetzt erst etwas mehr als zwei Jahre in dem Job und in der Tätigkeit, die ich jetzt ausübe. Dementsprechend ist es ja ein bisschen schwierig, das beurteilen zu können. Ganz grundsätzlich ist es so, dass die Schere zwischen erster und zweiter Liga, insbesondere was das Gehaltsgefüge betrifft, sehr, sehr groß geworden ist. Also
heutzutage einen Spieler davon zu überzeugen, von der ersten in die zweite Liga zu wechseln, geht immer mit wirklich sehr, sehr großen Gehaltseinbußen einher. Und dementsprechend ist diese Schere auf jeden Fall größer geworden. Wir haben gerade schon mal ein paar Namen genannt. Also wir haben jetzt Schalke, Hamburg, Hertha, Hannover, Nürnberg, Kaiserslautern, St. Pauli, KSC, Fortuna, Eintracht Braunschweig. Nimmt man noch die Ostvereine dazu, die ja auch Tradition ohne Ende haben, Hansa Rostock, Magdeburg dazu. Da sind das ja wirklich extrem viele Vereine, die eine glorreiche Geschichte einfach haben, die, wie ihr es gesagt habt, die elektrisieren, die Fanmassen bewegen, die mit sehr viel Emotionalität auch verbunden sind. Das sorgt natürlich dafür, dass diese Liga auch boomt. Ist das ein Fluch oder ein Segen für den deutschen Fußball? Was findet ihr? Ich würde das eher als Segen sehen. Ne? Also ich meine, wenn du so einen Unterbau hast, ne, dann ist es ja für den deutschen Fußball ja top. Ne? Ich weiß nicht, meinst du jetzt Fluch, dass die alle in der zweiten Liga sind und nicht in der ersten Liga? Nicht im Premium-Produkt spielen. Ja, dann kann man vielleicht bei der einen oder anderen Mannschaft natürlich so sehen. Ne? Also klar wird es der Bundesliga wahrscheinlich mehr bringen, ne? Wenn jetzt Schalke, Hamburg natürlich in der ersten Liga spielen würden oder Hertha auch. Ne? Aber auf der anderen Seite ist es ja auch das Schöne wieder am Fußball. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel Heidenheim nimmt, ne, die ja, sage ich mal, eigentlich ja nicht mal eine richtige Stadt, eher ein kleines Dorf ist, die jetzt mit einem Trainer, der in der Bezirksliga angefangen hat, die jetzt bis in die Bundesliga gebracht hat, ist ja auch irgendwie geil, ne? dass sowas ja auch möglich ist. Ne? Und gerade die Traditionsfreien der zweiten Liga, ne, wir gehören ja auch mit da dazu. Ne? Wir sind jetzt dann, sage ich mal, ja auch ein bisschen dann wieder selber dafür verantwortlich, dass wir dann da vielleicht auch wieder hinkommen. Ne? Deswegen glaube ich schon, dass das mehr Segen als Fluch ist. Ja, siehst du auch so, Chris? Kann ich nur so unterschreiben, ja, definitiv. Ich glaube, das Spannende oder das Schöne am Fußball ist immer noch, dass man nicht voraussagen kann, wie ein einzelnes Spiel ausgeht, dass man nicht voraussagen kann, wie eine Saison ausgeht. Also selbst die größten Experten, und davon haben wir einige hier eigentlich im Haus, und wir machen auch vor der Saison immer so ein kleines Tippspiel, was die Abschlusstabelle betrifft. Und es war noch nie annähernd so, dass einer wirklich nah an der Abschlusstabelle dann auch rangekommen ist. Dementsprechend, ich glaube, das ist das, was den Sport so attraktiv macht, diese Unerwartbarkeit von Dingen, die passieren können. Wer hätte gedacht, dass Darmstadt letztes Jahr aufsteigt? Mhm. Wer hätte gedacht, dass das HSV 5 Jahre in Folge es nicht schafft, aufzusteigen? Und das ist das, was das Spiel attraktiv macht. Und am Ende ist jeder da, wo er auch hingehört. Ne? Und dementsprechend gibt es viele Vereine in der zweiten Liga, die danach streben, wieder aufzusteigen. Aber man sieht ja jedes Jahr, es ist auch meistens mindestens eine Überraschung dabei, die sogenannten Experten dann vielleicht am Ende des Tages nicht auf der Rechnung hatten. Ist das diese Unerwartbarkeit neben diesen Traditionsvereinen, die einfach natürlich eine gewisse Fanmenge und Massen auch mitbringen, die dafür gesorgt haben, dass dieser Zuschauerschnitt so krass gestiegen ist? Also zu eurer Zeit, ich habe die Zahlen mir rausgesucht, waren es knapp 10.000, die in die Stadien gekommen sind. Jetzt habe ich die Zahlen vom letzten Jahr, da sind es über 22.000 gewesen, die ins Stadion gekommen sind. Sind das die Gründe oder gibt es noch mehr? Meiner Meinung nach ist es so. Also meine These wäre so, dass das die Attraktivität der zweiten Liga dann auch widerspiegelt. Und das ist für mich auch das, was es so attraktiv macht. Ne? Dass diese Ausgeglichenheit, diese Unberechenbarkeit, das ist das, warum die zweite Liga gerade so boomt. Das ist auch so? Ja, definitiv. Auf der anderen Seite, klar, jetzt sind natürlich Vereine der zweiten Liga, die haben einfach auch nochmal ein anderes Potenzial. Ne? Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, vor 2 Wochen oder so, war, glaube ich, der Zuschauerschnitt in der zweiten Liga höher als in der ersten Liga. Ja, da siehst du ja schon, dass das mittlerweile ein Potenzial, ne, von den Clubs, die jetzt in der zweiten Liga sind, natürlich auch brutal ist. Ne? Und das liegt natürlich auch an Hertha, am HSV, an Schalke, aber auch an uns. Ne? Wir haben ja auch einen Schnitt über 30.000. Ne? Deswegen zu unserer Zeit, du hast ja die Vereine gerade vorgelesen, Herr Reutling kenne ich selber, weil ich aus Ulm komme. Ne? Die an der Kreuzeiche, die weiß nicht, was werden die für einen Schnitt gehabt haben in der zweiten Liga. 4.000, 5.000, ich weiß es nicht mehr, aber da ist natürlich auch nicht viel Potenzial. Ne? Und jetzt haben wir, denke ich, ganz, ganz viele Vereine, die ein brutales Potenzial haben. Deswegen geht der Schnitt natürlich nach oben, aber auch, weil die Attraktivität der Spiele natürlich groß ist. Sascha, du hast gesagt, es war so tatsächlich vor knapp 2 Wochen, dass mehr zum ersten Mal in der Geschichte wohl mehr Zuschauer bei einem Zweitligaspieltag waren als bei einem Erstligaspieltag. Chris, mal so ein bisschen ketzerisch gefragt, ist das nicht auch interessant für die Verteilung der TV-Gelder? Ja, wenn ich unseren Finanzvorstand frage und aus Sicht von Fortuna Düsseldorf, wäre das mit Sicherheit ein großes Plus, wo Zweitligavereine in Zukunft
ja, deutlicher vielleicht partizipieren sollten. Ne? Nichtsdestotrotz ist die Verteilung, glaube ich, in den vergangenen Jahren so mehr oder weniger manifestiert worden, dass es da sehr, sehr große Diskrepanzen gibt zwischen zweiter und erster Liga. Ja, und umso mehr ist es natürlich erstrebenswert, wieder auch in die erste Liga zu kommen. Dazu kommen wir gleich noch, weil nicht nur die Zuschauerzahlen steigen, ja, sondern auch die TV-Quoten von den Spielen. Natürlich ist das auch wieder dem geschuldet, dass halt sehr attraktive Vereine da drin sind. Aber auch da muss man ja sagen, ich sag mal, so ein Spiel Wolfsburg gegen Hoffenheim ist ja nun mal kein Straßenfeger. Ne? Also gibt es da nicht einen Hebel, wo ihr Zweitliga-Vereine sagen könnt, also eigentlich haben wir mal ein bisschen mehr Kohle verdient, auch damit diese Schere nicht noch immer weiter auseinander geht? Doch, definitiv. Also ich glaube, wir haben da einige Argumente auf unserer Seite und wir sind da ja auch im regen Austausch mit DFL und auch mit den anderen Clubs der DFL und dementsprechend werden da Gespräche geführt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schwierig, weil ja, man muss natürlich auch ehrlich sagen, jeder schaut natürlich aus seiner eigenen Brille. Ich würde jetzt in Richtung Fortuna Düsseldorf argumentieren. Wiederum andere, die einen Bundesliga-Verein managen, würden natürlich eher in die Richtung argumentieren, dass die Bundesliga nach wie vor das Premium-Produkt ist und das natürlich auch gestärkt werden muss. Aber ich glaube, da findet gerade so eine angeregte Diskussion statt. Es gibt ja auch eine Kommission Fußball, in der solche Themen auch besprochen werden. Und da sind wir zum Glück auch vertreten. Und dementsprechend ja, haben wir da schon eine Stimme, um Dinge, glaube ich, in die richtigen Wege zu leiten. So, jetzt haben wir schon mal festgehalten, die zweite Liga aktuell ist sehr, sehr attraktiv. Und es gibt Traditionalisten, gerade auch unter den Fans, die halt sagen, also ganz ehrlich, ich schaue mir lieber an, wenn Fortuna gegen Schalke oder gegen den HSV spielt, als wenn die Fortuna gegen Hoffenheim, Leipzig, Augsburg, you name it, spielt. Erste Frage, könnt ihr das verstehen so ein bisschen, wenn die Leute das denken? Zweite Frage aber, ihr aus Sportlersicht sagt natürlich, naja, aber mein Ziel muss es ja sein, in der höchstmöglichen Liga zu spielen, oder? Auf jeden Fall. Unser Ziel, wir sind maximal ambitioniert. Gerade Sascha und ich stehen, glaube ich, auch für dieses Thema Ambition. War damals als Spieler so, ist jetzt in unserer Karriere, nach der Karriere auch so, definitiv. Dementsprechend ist die Ambition riesengroß. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch das ein schöner Teil des Fußballs ist, dass jeder seine eigene Sicht der Dinge mitbringen darf. Und da gibt's die, du hast ja gerade Traditionalisten genannt, da gibt's die Leute, die ja den modernen Fußball vielleicht so in der Art gut finden, wie er jetzt gerade gespielt wird. Und das ist, glaube ich, das Interessante, dass es ein sehr, sehr breites Spektrum an Meinungen gibt. Jeder hat seine eigene Art, Fußball zu sehen. Jeder hat seine eigenen Gründe, warum er ins Stadion geht. Und ich glaube, die sollten wir auch jedem Einzelnen lassen. Sprich, jeder darf seinen Blick auf den Fußball haben. Jeder darf seine Meinung einbringen. Und dementsprechend ist das auch wieder ein sehr, sehr schöner Teil und auch Teil der Faszination zweite Bundesliga. Sascha, wie siehst du es? Ja, also kann ich nur unterstreichen. Also erstmal die Ambition, klar, man will natürlich unbedingt natürlich so hoch wie möglich spielen und wenn es geht, jedes Spiel gewinnen. Dann kommt man aber wieder zurück zur Realität und weiß ja auch, wie die Ausgangslage ist. Trotzdem kann ich natürlich auch so einen Fan verstehen, weil bei mir ist es ja selber auch so, ne, wenn am Wochenende zweite Liga ein Topspiel ist, ne, mit zwei Traditionsvereinen, dann gucke ich mir das auch lieber an als in der Bundesliga, wenn da zwei Vereine, die jetzt im Mittelfeld stehen, wo es jetzt halt vielleicht nicht so interessant ist. Ne, deswegen, wie Chris ja auch gerade gesagt hat, ne, das Schöne ist, jeder kann sich ja seinen Teil aus dem Fußball auch raussuchen und für sich das Beste dann draus machen. Was bedeutet es eigentlich für einen Verein wie Fortuna Düsseldorf, wenn man eben zweite Liga spielt und nicht erste Liga aktuell? Was bedeutet es für Fortuna? Ja, ganz grundsätzlich, glaube ich, sind sich alle Leute einig, sowohl die Leute, die es mit der Fortuna halten, als auch die Leute deutschlandweit, dass Fortuna im Normalfall von den ganzen Begleitumständen, sprich Stadt, Attraktivität der Stadt, Fans, Tradition, Stadion, schon eigentlich ein Bundesliga-Standort ist. Ne? Nichtsdestotrotz ist die Realität die, dass wir in den vergangenen 20, 25 Jahren, glaube ich, sehr, sehr wenig Bundesliga, also erste Bundesliga gesehen haben und es auch ganz andere Zeiten gab. Und wir momentan, glaube ich, einen sehr, sehr guten Weg eingeschlagen haben als Fortuna. Ich glaube, das wird auch von außen so wahrgenommen, sowohl was unsere Fans betrifft, als auch unsere deutschlandweite Wahrnehmung ist, dass eine gewisse Kontinuität und Ruhe in den Verein eingekehrt ist, dass wir von der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, mittlerweile für was stehen und
ja, glaube ich, uns auf einem ganz, ganz guten Weg befinden, wo wir noch einige Hürden zu nehmen haben. Aber zumindest haben wir den richtigen Weg eingeschlagen. Das ist so die Wahrnehmung, die ich zumindest gespiegelt bekomme tagtäglich. Du nickst da schon? Ja, hat er schon gut gesagt. Ne? Das ist ja wirklich so, ne? Du hast vorher nochmal davor gelesen, 2000, 2001, wo wir auch unsere erste Zweitligasaison hatten. Ich glaube, 2 Jahre davor ist Düsseldorf damals abgestiegen. Mhm. Ich weiß, bin damals mit Ulm aufgestiegen. Ich weiß nicht, da waren die bei uns im Donaustadion und waren schon abgestiegen. Und da waren die erstmal, war die Fortuna, glaube ich, 10 Jahre raus aus dem Profifußball. Ne? Und das ist halt auch eine lange Zeit. Und das merkt man auch jetzt ja noch ein Stück weit, ne? Dass uns so eine Generation fehlt, die halt dann sich was anderes wahrscheinlich auch gesucht hat, ne? Im Umfeld, was sie anfeuern konnten. Und mittlerweile glaube ich schon, dass das, glaube ich, jetzt Fortuna wirklich gut in der Öffentlichkeit dasteht. Ne? Wir haben es mal geschafft in die Bundesliga, sind dann leider dann wieder in die zweite Liga abgestiegen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir momentan eine sehr, sehr gute Rolle spielen, dass wir einen Trainer haben, der auch einen attraktiven Fußball spielen lässt. Ja, und dass wir maximal wirklich ambitioniert sind, wie es gerade Kissi gesagt hat, dass wir auf Dauer natürlich in die erste Liga wollen. Braucht so ein Verein wie Fortuna Düsseldorf auch die erste Liga, um sich weiterzuentwickeln? Also Stichwort Funktionsgebäude zum Beispiel, was ja schon so eine Hängepartie ist, die für den Verein aber ja, das Gebäude ja extrem wichtig wäre. Braucht die Fortuna die erste Liga? Also ich glaube, jeder Verein braucht ja irgendwo einen Erfolg, um weiterzukommen. Ne? Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob wir dieses Funktionsgebäude nur bauen können, wenn wir in die erste Liga aufsteigen. Ne? Wir brauchen aber auch ein Funktionsgebäude, unabhängig davon, auch wenn wir die nächsten Jahre noch in der zweiten Liga bleiben, um auch konkurrenzfähig zu sein. Ne? Deswegen ist es ja gerade auch so, sag ich mal, so schwierig, da jetzt ein Stück weiterzukommen. Ne? Und wir haben ja jetzt schon seit wir eigentlich ja hier sind, Bedingungen unten von den Umkleidekabinen, von den Facilities, die sind auf jeden Fall ausbaufähig, würde ich jetzt sagen. Und da beschreibe ich es jetzt ja eigentlich noch sehr, sehr gut. Ne? Und ich hoffe natürlich, dass es ligaunabhängig ist, ne? Dass wir da an dem Thema weiterkommen. Aber klar, ich denke mal jetzt, dass wenn wir aufsteigen würden, dass es ein riesen Schritt eher wäre, um das leichter zu machen, zu realisieren. Chris, wie siehst du es? Ja, es würde grundsätzlich vieles erleichtern. Ich glaube, die erste Bundesliga geht mit einem sehr, sehr hohen finanziellen Mehrwert einher. Und in der Vergangenheit war es dann tatsächlich so, dass wir oftmals dann auch nicht uns infrastrukturell so entwickelt haben, wie der Verein jetzt zurückgekommen ist in die zweite Liga oder auch in die erste Liga. Das ist genau das, was ich eben bei einer deiner Eingangsfragen auch meinte, ne? Dass Vereine, die jahrelang im Amateurfußball oder im unterklassigen Fußball verschwunden sind, halt auch nicht die Möglichkeit hatten, die entsprechende Infrastruktur aufzubauen. Und Sascha hat es eben schon kurz erwähnt, wir hatten auch einige Jahre, in denen wir in der Oberliga verschwunden sind und dementsprechend sind das auch Jahre, in denen wir nicht investieren konnten in den Fußballstandort Düsseldorf. Und das hängt uns noch so ein bisschen nach. Da sind wir gerade auch dabei. Ist auch ein Teil des Weges, den wir beschreiten wollen, dass wir uns auch da immer wieder besser aufstellen, ne? Was Trainingsmöglichkeiten betrifft, was ein Funktionsgebäude betrifft, aber auch was Thema Nachwuchsleistungszentrum betrifft, dass wir da noch bessere Möglichkeiten haben, um unsere Talente aufzubauen und selber zu entwickeln, was Teil unserer Philosophie jetzt in den letzten Jahren dann auch geworden ist, die Durchlässigkeit zu erhöhen. Also ich glaube, wir haben da sehr, sehr viele Baustellen, an denen wir arbeiten, sehr, sehr weite Wege, die wir auch noch zu gehen haben. Und so ein Aufstieg in die erste Liga würde da auf jeden Fall eine Erleichterung bringen. Also man kann natürlich einfach so 10 Jahre nicht einfach so aufholen. Man hätte gerne alles auf einmal. Geht nur leider nicht. Ne? Kann man ja, so festhalten. Ich glaube, was uns am Ende hilft, ist oder was der größte Hebel ist, ist einfach sportlicher Erfolg. Mhm. Ich glaube, man sieht es jetzt gerade mit dem Einzug ins Pokalhalbfinale haben wir Gelder generiert. Wir haben im letzten Jahr Transfererlöse erzielt in einer Größenordnung, die für Fortuna Düsseldorf in den letzten Jahren nicht gang und gäbe waren. Und ich glaube, das ist einfach der größte Hebel, um die ganze Maschinerie auch wirklich in Gang zu setzen. Ne? Wir haben viele Themen, die wir angehen müssen. Es hängt immer wieder mit finanziellen Voraussetzungen dann auch zusammen. Ist, glaube ich, so, dass ganz generell in der Welt momentan so ist. Ich glaube, das spürt jeder Einzelne, dass alles teurer wird, dass alles schwieriger wird dann auch. Und dementsprechend geht es uns als eingetragener Verein derzeit auch so natürlich. Ne? Wir haben mit vielen Mehrkosten haben wir zu kämpfen aktuell. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch schauen, wie wir mehr Geld generieren können,
um die ganze Maschinerie am Laufen zu halten. Und wie gesagt, da geht es gar nicht darum, alles in den Lizenzspielerkader zu stecken, sondern es geht wirklich darum, sich infrastrukturell weiterzuentwickeln. Es geht darum, Themen rund um den Verein weiterzuentwickeln. Und ich glaube, da haben wir mit Fortuna für alle einen ganz interessanten Weg eingeschlagen. Aber wie ich eben schon erwähnte, ist es so, dass der sportliche Erfolg immer ein sehr, sehr großer Hebel ist, um diese Dinge dann auch schnellstmöglich voranzubringen. Würdet ihr oder solltet ihr in die erste Liga aufsteigen, würde Fortuna für alle da eigentlich noch ausgeweitet werden? Glaubst du, dass es dann noch mehr Interessenten dafür geben würde? Ganz persönlich glaube ich das schon. Ich bin nicht so sehr in dieses Thema involviert, weil es dann tatsächlich kein rein sportliches Thema ist, sondern dann auch hauptsächlich durch unseren Vorstandsvorsitzenden Alex Jobst dann auch vorangebracht wird. Aber ich glaube, dass die Sichtbarkeit dann noch größer werden würde und das natürlich für die Attraktivität von Sponsoren natürlich ein elementar wichtiger Baustein wäre. Und Sascha, es gibt nichts Geileres, als im vollen Stadion zu spielen, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, gerade in Corona-Zeit ist mir das eigentlich erstmal so extrem bewusst geworden. Ne? Früher war das ja selbstverständlich, dass Fans im Stadion waren. Aber gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo man plötzlich gemerkt hat, hey, wir spielen hier im leeren Stadion und du hörst eigentlich von jedem Spieler, von jedem Trainer jedes Wort im Stadion. Das war schon dann teilweise kurios und hat dann auch nicht so viel Bock gemacht. Deswegen, also wie du gerade schon gesagt hast, ne, wenn das Stadion voll ist, das ist eigentlich dann das Geilste für die Spieler. Und es ist ja auch schön zu sehen, dass ihr das Stadion auch ohne Fortuna für alle voll bekommt, gegen HSV ausverkauft. Also ich sag mal, die Fans kommen auch so, ne? Definitiv. Ich glaube, wir haben wirklich eine sehr, sehr gute Fanbasis. Und ich glaube, das ist zumindest so mein Gefühl, dass mehr und mehr sich auch wieder mit der Fortuna identifizieren können innerhalb der Stadt und im Umfeld. Und ich glaube, das ist ja dokumentiert durch den Zuschauerschnitt, den wir dieses Jahr haben. Und auf dem Weg wollen wir natürlich jetzt weitergehen. Ne? Das wäre natürlich das Schönste, was uns passieren kann, wenn wir irgendwann mal jedes Spiel vor ausverkauftem Haus spielen können. Ist maximal ambitioniert, aber wie wir eben schon sagten, wir sind maximal ambitioniert und dementsprechend ist es sehr, sehr schön, wenn wir ausverkauftes Haus haben. Die Vorfreude auf das Wochenende ist immens und wir hoffen natürlich, dass wir das weiter ausbauen können, dieses Zuschauerinteresse und die Begeisterung für die Fortuna. Ich male jetzt mal eine Zukunft, die nicht ganz so rosig ist und möchte gerne mal eure Einschätzung. Die wollen wir nicht hören. Ne? Ja, ich male gleich auch noch eine rosige. Ja, jetzt erstmal fange ich mit der anderen an. Wir stellen uns jetzt mal vor, Fortuna spielt die nächsten 10 Jahre noch in der zweiten Liga. Ich sage nicht ganz so rosig, weil es könnte ja auch noch schlimmer, aber sie spielen einfach jetzt noch 10 Jahre zweite Liga. Eure Einschätzung, glaubt ihr, dass die Fans das ganz normal mittragen, weil diese Liga eben so attraktiv ist, wie sie es ist? Also glaubt ihr, dass man das auch in Düsseldorf verkauft bekommt, dass die Fans trotzdem weiter so ins Stadion kommen? Wie ist eure Einschätzung? Also das ist schwer jetzt, also da was dazu zu sagen. Also ich denke, die Fans würden das wahrscheinlich auf jeden Fall mittragen, solange sie auch sehen würden, dass die Jungs auf dem Platz alles geben und dass wir im Umfeld alles dafür machen. Ne? Und wenn es dann zum Schluss dann nicht reicht, glaube ich, würden die das mittragen. Wenn wir natürlich eklatante Fehler machen und die sagen dann irgendwann, okay, wir könnten eigentlich erste Liga spielen, aber ihr setzt das nicht genug um, ne? Dann klar, dann wäre das wahrscheinlich eher was anderes, aber das ist jetzt eher spekulativ. Ne? Ich kann dir das nicht sagen. Ne? Also glaubst du aber generell die Bereitschaft der Fans, zweite Liga sich in Düsseldorf anzugucken? So wie ich die Düsseldorfer Fans kennengelernt habe, auf jeden Fall. Chris, wie siehst du es? Ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, das ist auch wieder ganz individuell. Ich unterhalte mich natürlich auch mit vielen Leuten, viele, die auch Fortuna-Fans sind, viele Leute aus der Stadt. Was man häufiger hört, ist, ja, solange die Jungs Gas geben und sich reinhauen und ja, wir attraktive Spiele sehen, ist es mir vielleicht, der eine oder andere sagt sogar, lieber in der zweiten Liga zu bleiben. Zum einen wegen der Attraktivität der Vereine, was du eben schon angesprochen hattest, zum anderen aber auch die Gewissheit, dass man gegebenenfalls in der zweiten Liga häufiger gewinnt als in der ersten Liga. Mhm. Deswegen gibt es den einen oder anderen, der sagen wird, lass uns doch in der zweiten Liga jedes Jahr Vierter, Fünfter, Sechster. Da haben wir auch die Bude relativ voll. Wir gewinnen mehr, als dass wir verlieren. Ist doch eigentlich auch ganz attraktiv. Und wieder andere sagen, ja, aber ich will unbedingt in die erste Liga. Ich will an die alten Zeiten anknüpfen. Ich meine, es gab Zeiten bei Fortuna Düsseldorf, da war nicht die erste Liga was Besonderes, sondern da ging es um Titel, da ging es um Meisterschaften, da ging es um Pokalsiege, da ging es um Landesmeisterschaftsspiele, die ausgetragen wurden. Also es gibt ja noch eine ganz, ganz rosige Zukunft, die du vielleicht hoffentlich auch gleich ausmalst, dass wir irgendwann vielleicht wieder in diese Gefilde kommen. Aber ich glaube, das ist Zukunftsmusik. Deswegen
Ich glaube, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Meinungen. Wenn du einen fragst, würde er sagen, lass uns lieber in der zweiten Liga bleiben. Da fühlen wir uns wohl, das ist schön. Da sehen wir auch schöne Stadien und da gewinnen wir mehr, als dass wir verlieren. Und wieder andere sagen, ja, ich will endlich mal wieder dahin, wo die Fortuna in den ganz, ganz alten Tagen auch mal war. Also beim Gedanken, international zu fahren, habe ich gerade eine Gänsehaut bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Du könntest die Frage ja sogar noch besser beantworten, ne? Weil du bist ja irgendwo auch Fortuna-Fan. Ja? Du könntest ja eher sagen, würdest du das in 10 Jahren noch mittragen oder würdest du dann sagen, nee, dann gehe ich zum FC Bayern? Ja. Also das schon mal gar nicht. Ja, das wäre... ich kann auch sagen, warum. Weil ich erlebt habe, wie es halt auch anders geht, nämlich wo du dann richtig abgerutscht bist und wo ich halt sage... Wenn du Vierter, Fünfter, Sechster in der zweiten Liga bist, hast du nicht viel zu jammern als Fortuna Düsseldorf-Anhänger. Natürlich möchte ich auch in die erste Liga, weil es einfach, ja, ich will halt einfach den besten Fußball sehen, der möglich ist. So. Aber wenn es halt nicht reichen sollte, dann kann ich mit zweiter Liga auch wunderbar leben, wenn du mich jetzt persönlich danach fragst. Aber jetzt gehen wir in die erste Liga hoch. Natürlich wäre es wunderschön, wenn die Fortuna irgendwann mal international spielen könnte, aber ich sag mal, die Realität ist ja normalerweise für einen Aufsteiger so, dass du aufsteigst und erstmal im Grunde gefühlt 10 Jahre lang im Abstiegskampf steckst. Oder ist es möglich, aufzusteigen und sich relativ schnell als Mittelfeldteam zu etablieren in der ersten Liga, sag ich mal, nur mit eigenem Nachwuchs, nur mit herkömmlichem Sponsoring, ist das möglich? Ich glaube schon, dass es möglich ist. Möglich, aber schwierig und eher unwahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz sieht man andere Beispiele wie Union Berlin, die eine sehr, sehr schnelle Entwicklung genommen haben. Auch da ist es natürlich so, es kommt natürlich auch immer drauf an, wie sind die gesamten Begleitumstände. Ne? Ich glaube, dass da Union Berlin so ein bisschen unterm Radar war, aber eigentlich immer deutlich bessere, ja, finanzielle Voraussetzungen auch hatte, als man das so als ganz, ganz üblicher Fan irgendwie wahrgenommen hat. Ne? Also da ist schon sehr, sehr viel investiert worden auch. Da war auch schon eine klare Idee dahinter, auch schnellstmöglich in die Bundesliga aufzusteigen und sich da zu etablieren. Aber nichtsdestotrotz haben sie es geschafft, als Aufsteiger sich in der Liga zu halten, zu etablieren und relativ schnell haben Champions League gespielt. Ne? Deswegen, ich glaube, es gibt diese Möglichkeit. Sie ist eher unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Wie siehst du es? Ja, das Schöne ist am Fußball, alles ist möglich. Mhm. Ne? Das ist ja schon mal ein schöner Spruch, müsste mal jetzt ins Phrasenschwein schmeißen. Aber wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, die Schere zwischen erster und zweiter Liga, die ist schon ziemlich groß und die meisten Vereine kämpfen erstmal gegen den Abstieg wieder. Ne? Man sieht es jetzt bei Darmstadt, die sich jetzt einfach auch schwer tun. Und ich hätte aber nichts dagegen, ne? Wenn wir die nächsten 10 Jahre in der Bundesliga dabei wären und wir würden dann, sage ich mal, die ersten 3, 4 vielleicht ums Überleben kämpfen, uns dann aber etablieren, ne? und dann mal schauen, was da möglich wäre. Ne? Aber zur Realität gehört ja auch, dass man erstmal aufsteigen muss. Ne? Und das ist jetzt die erste große Hürde und dafür werden wir, denke ich, jetzt dann die nächsten Jahre alles tun. Und auch Abstiegskampf kann die Fanmassen ins Stadion bringen, ne? Definitiv. Also das ist ja nicht... Haben wir auch schon gehabt. Absolut, ja. Chris, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen 1, 2 Zahlen sagen, weil man hört immer, die Schere geht so weit auseinander, was das finanziell wirklich bedeutet für Fortuna Düsseldorf, wenn man in der ersten Liga spielt und eben nicht in der zweiten Liga? Ja, also ich glaube, der größte Hebel sind da die TV-Einnahmen, ne? die dann schon eklatant auseinandergehen. Ich kann es dir ehrlicherweise nicht... Du brauchst nicht auf die Millionen genau sagen, aber... Auf die Millionen genau nicht, okay. Nee, ich glaube, bei den Zahlen, die da rumschwirren, ist es doch wirklich so, oder? Ja, also Pi mal Daumen ist es, glaube ich, das Dreifache oder Vierfache, was man an TV-Geldern selbst in der ersten Saison generieren würde. Und das ist ja auch... Das, was es uns so ein bisschen schwierig macht, dass jetzt viele Vereine auch runterkommen, die in dieser TV-Tabelle dann auch direkt vor uns stehen. Und dementsprechend rutschen wir natürlich nach unserem Abstieg aus der Bundesliga, wo wir ganz oben gerankt waren innerhalb der zweiten Liga, jedes Jahr peu à peu nach unten. Und wenn dann Vereine in der Größenordnung Schalke 04 oder Hertha BSC absteigen, sind die uns natürlich auf Jahre voraus, weil das, glaube ich, auch eine 5-Jahres-Wertung ist, was die TV-Tabelle betrifft. Und dementsprechend rutschen wir naturgemäß mit jedem Jahr zweite Liga so ein bisschen nach unten in der Nahrungskette. Und das ist halt eine Sache, die wir irgendwann durchbrechen müssen, ne? Und müssen gucken, dass wir wieder an diese großen Geldtöpfe dann auch rankommen, um uns wirklich dann auch in den Bereichen halt weiterentwickeln zu können. Und ja. Und so ein Abrutschen in der Tabelle, sagen wir, das macht wahrscheinlich schon einen guten Zweitligaspieler aus, den man dann eben
auf einmal nicht mehr finanzieren. Ja, das macht sogar mehr aus. Also eine Tabellenplatzplatzierung am Ende der Saison kann zwischen 3 und 4 Millionen ausmachen, ob wir dementsprechend dann, ich glaube, letztes Jahr hatten wir dann nochmal eine sehr, sehr gute Konstellation, wo wir dann am Ende Vierter geworden sind, dass wir nochmal den einen oder anderen Konkurrenten hinter uns lassen konnten. Ne? Aber bedingt dadurch, dass jetzt große Vereine absteigen, ist es halt zwangsläufig so, dass man peu à peu da nach unten abrutscht und jeder Tabellenplatz mehr sichert uns oder generiert uns halt auch wieder TV-Einnahmen. Sascha, abschließende Frage. So toll, wie die zweite Liga ist, was wir eben alles erfahren haben, warum ist es dann jetzt aber doch abschließend doch ein kleines bisschen geiler, erste Liga zu spielen als zweite Liga? Ja, weil es halt einfach die erste Liga ist. Ich meine, wir haben ja auch Fußball als Kleinkinder oder als kleines Kind ja schon gespielt, wollen unbedingt Bundesliga spielen, also in der ersten Bundesliga. Und jeder will sich auch mit den Besten messen. Ne? Und als Spieler wollte man ja auch unbedingt dahin. Ne? Wir haben vorher schon drüber geredet. Der Chrissy ist mit, keine Ahnung, 16 in die zweite Liga gekommen. Und da war der Plan ja nicht, Willy Landgraf zu schlagen mit den meisten Spielen, sondern er wollte ein Stammspieler in der ersten Bundesliga werden. Ne? Und bei mir war das ja genauso. Und schlussendlich haben wir uns dann mehr in der zweiten Liga etabliert, weil es halt dann da nicht gereicht hat. Ne? Und aber ihr habt beide Erstligaspiele abgerissen. Wir haben Erstliga ja gespielt. Wir hätten beide wahrscheinlich gerne mehr gemacht als Zweitligaspiele. Aber trotzdem war das eine wunderschöne Zeit, aber die Bundesliga ist einfach nochmal was anderes. Ne? Und ich war ja auch selber vor ein paar Jahren da. Ne? Wir sind einmal Zehnter geworden dann auch in der Bundesliga. Ist nochmal was ganz anderes, ne? Wenn du dann natürlich dann nach München, nach Dortmund fährst als Bundesligist. Und der Fokus ist auch ein ganz anderer. Und wie Chrissy es auch schon gesagt hat, finanziell ist es wieder einfacher. Ne? Es sind so viele Sachen, so viele schöne Sachen, ne? Die da einem dann in den Schoß fallen. Und es wäre schon schön, ne? wenn wir das nochmal erreichen könnten. Für mich ist es ganz einfach. Du hast ja eben gesagt, dass du Gänsehaut hattest. Ich denke jetzt gerade zurück an meinen letzten Aufstieg mit Fortuna Düsseldorf. Und ich glaube, warum will ich zurück in die erste Liga? Ich will als Funktionär auch nochmal so eine Nacht erleben, wie ich sie damals erlebt habe, als wir als Spieler aufgestiegen sind. Ich glaube, eine Aufstiegsfeier. Da, was war denn nach der Nacht? Erzähl mal nochmal. Da spielen sich sensationelle Dinge ab. Und ich glaube, sowas möchte ich einfach nochmal erleben. Wir haben es einmal ja geschafft beim Aufstieg in Dresden, als ich dann in der Scouting-Abteilung hinterher war. Da war ich unglücklicherweise, konnte ich nicht mit zum Auswärtsspiel reisen, sondern war in meiner Tätigkeit als Scout unterwegs und konnte dann, sage ich mal, den magischen Moment bei Abpfiff dann nicht erleben. Aber ich will einfach nochmal so einen Moment erleben, wo man einfach dann da steht und weiß, man hat was erreicht, woran sich ganz, ganz viele noch ganz, ganz lange erinnern wollen. Ne? Und wir haben jetzt mit dem Pokal-Halbfinale gegen Leverkusen haben wir eine Chance, was Historisches zu erreichen, was auch was ganz, ganz Tolles sein würde, ins Pokalfinale wieder einzuziehen, als Zweitligist noch umso mehr. Aber das ganz große Ziel und dafür, wofür wir jeden Tag arbeiten, hart arbeiten und wir denken alle hier 24/7 an Fortuna Düsseldorf, ist einfach nochmal den Weg in die erste Liga gehen zu können. Und deswegen, ich habe tatsächlich echt gerade Gänsehaut hier hinten, stellt sie es auf. Es wäre einfach überragend, den Erfolg nochmal zusammen feiern zu können, mit Rösi zusammen nochmal diese Dinge zu erleben, die wir in der Nacht beim Aufstieg damals gegen Hertha BSC erlebt haben. Ohne dass du jetzt drauf eingehst, Sascha. Aber, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ne? Aber dann war es eine gute Nacht. Das sind spezielle Dinge und das Interessante oder das Schöne ist, das sind Sachen, die kann man mit Geld nicht kaufen. Also egal, ich glaube, jeder würde ganz viel Geld dafür bezahlen, um einmal sowas zu erleben. Ne? In einer ausverkauften Merkur-Spielarena den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Das ist ein Moment, den vergisst du nicht. Also ich erinnere mich an meine beiden Aufstiege. Ich erinnere mich an ganz, ganz wenig, wirklich richtig gut, aber an diese beiden Aufstiege erinnere ich mich. Ich kann den Spielfilm nacherzählen. Ich weiß, wer die Tore geschossen hat. Ich weiß, wie die Emotion war, als wir aufgestiegen sind. Und sowas zu erleben, das ist einfach unbezahlbar. Und dafür arbeiten wir halt jeden Tag. Und dementsprechend hoffen wir natürlich, dass wir den Moment irgendwann nochmal erleben dürfen. Schönes Schlusswort. Und dann würde ich sagen, in spätestens 2 Jahren treffen wir uns zum Podcast Faszination Erste Liga. Sehr gerne, Olli. Sehr gerne. Wunderbar, ich danke super, euch. Super, danke, Olli. Danke.